100 Jahre Spar- und Bauverein. Das Buch sieht so aus. Forstgrün und Goldgelb, so wie sich das früher gehört hat. So. So, das Besondere an dem Buch sind die historischen Fotos. Und es geht los mit Neue Bauherrengenossenschaft. Und als erstes sieht man ein Bild, was kein Foto ist. Entweder ist es ein Kupferstich oder gezeichnet. Es sieht aus wie gezeichnet. Solingen um 1897. Mit der Industrialisierung wuchs die Wohnungsnot für Arbeiterfamilien. Was man auf dem Foto sieht, sind unnatürlich viele Kamine. Unnatürlich hoch. So sah es ganz bestimmt nicht aus. Ja. Erkennt man Solingen? Man erkennt Solingen an den Kirchtürmen. So, man sieht die zwei Kirchtürme von St. Clemens. Dann sieht man den Kirchturm von der Stadtkirche. Das ist noch nicht die Seppherberger Gedächtniskirche mit dem Fußball oben. So. Dann gibt es ein historisches Foto, Arbeiterwohnhäuser in der Nähe des heutigen Wegerhofs um die Jahrhundertwende. Passt, so sehen alte Solinger Häuser auch aus, oder sahen die aus. Die Antwort des Spar- und Bauvereins auf ungesunde Wohnbedingungen, Wohnsiedlung mit Grünanlage und Gärten, hier die Siedlung am Kannenhof, ist so, ja, den Teich gibt es nicht mehr, gab es eine Riesendiskussion drum, gibt auch dann manches andere nicht mehr. So, das sind im Wesentlichen die Fotos zu dem Kapitel. Ja, also. Neue Bauherrengenossenschaften. Bis in das 20. Jahrhundert hinein wurde die bauliche Gestalt der deutschen Städte geprägt durch die traditionellen Bauherren, die Kirchen, den Adel, das Großbürgertum, die Banken, die Unternehmen. Sie alle nutzen ihre Bauten, auch den Städtebau und die Architektur allgemein, zu einem nicht geringen Teil für eigene Selbstdarstellung und Repräsentationsbedürfnisse. Viele Städte werden bis heute hiervon in klassischer Weise geprägt. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts brachten die Industrialisierung und die mit ihr einhergehende Landflucht, Verstädterung und Verarmung der Arbeiterstadt schafft einen neuen Typus von Bauherren empor, den anonymen und auf Gewinn spekulierenden Privatunternehmer, der mit Hilfe minderwertiger Architektur Vorratsbau betrieb. Ich verweise an der Stelle nochmal auf die Farben Forstgrün und Goldgelb, so wie sich das früher gehört hat. In den großen Städten entstanden ganze Stadtteile in Form dicht verbauter Mietskasernen, die weder auf die Gesundheit ihrer Bewohner noch auf die Qualität ihrer Architektur Rücksicht nahmen. Zeitgenössisch wurde diese Entwicklung durchaus schon als Kulturverfall wahrgenommen. Der zunächst von bürgerlich-konservativer Seite heftig kritisiert wurde. Es bildeten sich zahlreiche Gegenbewegungen, die den Versuch unternahmen, Kultur stabilisierend zu wirken und insbesondere die Baukultur und die Wohnkultur zu sichern und weiterzuentwickeln. Eine der Gegenbewegungen formierte sich in den Baugenossenschaften, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bildeten.
Es waren organisierte Zusammenschlüsse kleiner und wenig bemittelter Haushaltungen, keineswegs nur Arbeiterfamilien, die für ihre Mitglieder im großen Maßstab Wohnungen bauen wollten. Als Bauherren entwickelten sich die Genossenschaften schnell zum Vorreiter der Städtebau-, Architektur- und Wohnkulturreform, was am Beispiel des Solinger Spar- und Bauvereins sehr deutlich erkennbar ist. Erstaunlicherweise zogen die Baugenossenschaften große Architekten in ihren Bahnen, interessierten sich sie für kleine Wohnungen. Warum das so erstaunlich ist, weiß ich jetzt nicht. So, und die meisten Architekten sind durch solche Genossenschaftswohnungen erst groß geworden. Die waren vorher gar nichts. In Wien gibt es dazu ab und zu eine Ausstellung. Wahnsinn, schon wieder so Sätze, ey. Erstaunlicherweise zogen die Baugenossenschaften große Architekten in ihren Bann und interessierten sie für kleine Wohnungen. Wie in den Städten, so rangen und errangen die Baugenossenschaften auch in der Provinz. Und Solingen zählte seinerzeit zur Provinz, tut's noch immer, Bedeutung und städtische Repräsentation. Neben dem Bedürfnis der eigenen Selbstdarstellung ging es ihnen aber primär um einen hohen Gebrauchswert der Häuser und Wohnungen, nicht um Gewinnaussichten. Da sie Architektur und bebaute Umwelt als einen Teil ihres sozialen Umfeldes und Ausdruck ihres gesellschaftlichen Engagements betrachteten, schufen die Genossenschaften eine neue Architekturgattung, die Gemeinschaftsarchitektur, welche sich von der traditionell sogenannten Herrschaftsarchitektur deutlich absetzte. Ich verweise nochmal auf die Farben des Buches, Forstgrün und Goldgelb. So. Bis heute wird die städtische und staatliche Herrschaftsarchitektur im Alltag bewusst wahrgenommen und mit dem Bild der Stadt eng verknüpft. Während die Gemeinschaftsarchitektur der Genossenschaften im Sinne öffentlicher Bautätigkeit für Minderbemittelte interpretiert und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Stadtbildes immer noch unterschätzt wird. Die Farben sind Forstgrün und Goldgelb. Dies ist ein Mangel, denn Sozialreform und Sozialpolitik haben gerade in Solingen durch das genossenschaftliche Bauen eine prägnante Gestalt bekommen und neue Orte geschaffen. Die Genossenschaftssiedlungen. Sie sind mit ihren städteräumlichen und symbolischen Bezügen steingewordene Zeugen sozialpolitischer Reformen und Bewegungen. Ich würde es hier eher Forstgrün und Goldgelb nennen als sozialpolitisch. Ich sag sonst nichts. Dies kommt nicht nur in ihrer äußeren Form zum Ausdruck, sondern auch in ihrer inneren Bedeutung, ihrer Funktion und ihrem sozialen Hintergrund. So, als nächstes kommt die Gründung des Spar- und Bauvereins. Und da sieht man auch das Fenster. Ja. Ich zeige mal, wie das Fenster aussieht. Dann kann man auch Forstgrün und Goldgelb richtig einordnen. Also, nächste Folge ist dann die Gründung des Spar- und Bauvereins.